Spaß beim Brennen. Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Halt sie von mir fern. Ah, verdammt! Oh, du Scheiße, brenn doch! Ich würde an deiner Stelle mich mal beeilen hier, ja? Weg hier! Okay, weg hier! Alter Schwede! Ich hätte mir vielleicht noch mehr. Weg hier. Oh, was haben wir denn hier? Eine Spritze. Das ist gut, dann pfeifen wir scheinbar eine Spritze hier rein. Das hat doch ein bisschen Aua gemacht. Dann können wir die andere Spritze gerade mal mitnehmen. Okay. So, weiter geht's. Nee! Komm! Oh oh. Gute. Ja! Eine Nonne! Hey, preise den Herrn! Bitte den Herrn an! Komm schon. Wow! Ich übernehme die Falle. Halt du sie auf. Ja, ich hätte mir noch mehr an Arsch hier geschickt. Alter Schwede. Ach, Alter! Hallo! Munition alle? Was? Ey, das geht jetzt gar nicht, gell? Aua! Warte mal. Ja. Das hab ich nicht. Bloß liegen. Oh, hier haben wir Munition. Da hinten haben wir noch was. Ja, beeilst du dich bitte mal. Machst du bitte mal hin, ey? Alter Schwede. Meine Güte! So, hallo! Sebastian, los jetzt. Wir können abhauen. Ja schön, ich liege hier unten auf Boden, ja. Ich habe hier lauter Zombies am Arsch. Meine Fresse! Ah! Boah! Lass uns kurz ausruhen. In dem Tempo halten wir das nicht durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Was ist mit dem Turm da? Von dort hätten wir eine gute Sicht. Alles ist besser, als hier zu bleiben. Ja, und ich bin halb am Arsch hier. Wahnsinn. Aber wir haben hier wenigstens Erste Hilfe. Das heißt, wir können uns mal schnell an Erste Hilfe reinpfeifen. So. Können wir die gleich mitnehmen. Und hier, mal schauen. Yeah! Leute. Ist das nicht geil? Ein Scharfschützengewehr. Dieses seltsam aussehende Gewehr besitzt einen Kammerverschluss und ein Zielfernrohr. Es ist alt und abgenutzt, aber gut gepflegt. Hey Leute, ein Scharfschützengewehr, das ist doch... Boah, das sind gute Nachrichten, ey. Das sind sehr gute Nachrichten. Gut. Na toll, dich kann ich heilen, aber mich nicht. Oh, da gibt's doch einen Spiegel. Wie lange werde ich hier noch gebraucht?
Okay, ich bin gerade aus dem Bild raus. Also war das sozusagen ein Traum oder was? Nee, ein Traum kann das ja nicht sein, oder? Aber es sieht so aus, als wäre es ein Traum. Und wisst ihr, was mir hier gerade auffällt? Wir können hier Waffen benutzen. Das hier mir noch nicht so arg aufgefallen, habe ich gesagt. Und wir könnten natürlich ein Fach aufmachen. Und hier hätten wir natürlich Schrotflinten, Munition, was uns natürlich auch weiterhilft. So, mach mal ein Fach auf. Gegenüber, also wäre es das hier. Schauen wir mal. Okay, Pfeile. Wir haben jetzt nur leider keine Schlüssel mehr. Aber macht ja nichts. Jetzt können wir mal schauen, ob wir die Tür wieder aufkriegen. Ja, wir kriegen die Tür auf. Okay. Das ist schon faszinierend irgendwie, weil, wie gesagt, am Anfang konnten wir die Tür nicht aufmachen. Keine Ahnung wieso. Und hier sieht auch alles wieder normal aus. Und die süße Krankenschwester ist wieder da. Aber ganz ehrlich, ich frage mich langsam, wo ich hier bin. Definitiv. Und seht ihr, was ich meine? Das meine ich damit. Vorhin war eine Treppe hier nach unten. Jetzt ist die Treppe wieder weg. Also ist die ganz große Frage, was ist Realität? Was ist keine Realität? Hier können wir die Türen wieder nicht aufmachen. Die Tür ist offen. Dann wird es wohl unser Zimmer gewesen sein. Und hier die Tür ist auch zu. Sehr, sehr komisch. Aber vielleicht haben wir jetzt zwischendurch immer genug gesammelt, dass wir vielleicht die Spritzen noch ein bisschen verstärken können. Wir haben ja auch eine neue Waffe gefunden. Wow, gleich mal 4000. Nicht schlecht. Aber ich wollte eigentlich das mit den Spritzen nachschauen. Spritzenwirkung auf Stufe 3 kostet 9000. Okay. Muss ich mir mal merken. Aber warte mal, ich hab das eine noch nicht nachgeguckt. Ah, verdammt. Vergessen. Sorry, sorry. Warte mal, wo waren das nochmal? Hier, glaube ich, gell? 5000, 400 hat uns noch gefehlt, schade. Hätten wir vielleicht mehr Spritzen aufnehmen können. Natürlich ist da immer die Frage, wie das aussieht mit den Spritzen und so weiter, ob die uns jetzt weiterhelfen oder ob wir genug Spritzen finden. Das ist die nächste Geschichte. Ich würde sagen, wir speichern das Spiel mal hier schnell ab, weil dann haben wir das auf jeden Fall schon mal safe. Wenn wir ja mal sterben sollten. Das finde ich doch schon mal gut. Ich frage mich, was auch die Rolle von der Krankenschwester hier ist. 7 Stunden. Und 18 Minuten. Leute, Leute, Leute. Ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel dann dauern soll. Und ich frage mich, was sie hier zu suchen hat. Ob das wirklich die Realität ist oder einfach nur ein Traum.
Ein ganz schlechter Traum. Wow. Schade, zoomen können wir nur leider nicht. Und wir haben auch nur 5 Schuss davon. Na gut, davon haben wir 4, also auch nicht gerade die Welt. Ich fand's schon mal cool, dass ich hier auf jeden Fall mal rein konnte. Ich hoffe, wir haben auch ein bisschen Zeit, uns hier ein bisschen umzugucken. Vorsichtig, das könnte voll mit denen sein. Der sagt's und schon kommt einer. Der haut ab. Alter! Okay. Ganz schlecht. Burn, baby. Eieiei. Jetzt die ganz große Frage, können wir unsere Pfeile wieder... nein, können wir nicht. Verdammt. Wie viel haben wir eigentlich noch in der Schrotflinte? 4 Schuss. Gar nicht gut. Vorsichtig, das könnte voll mit denen sein. Ach, wirklich? Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mein Freund, wäre mir gar nicht aufgefallen. Bist du tot? Dann brenn. Oh. Schönes Ding. Hätte es das 500 sein können? Ich frage mich gerade, wo meine Bolzen sind. Können wir die nicht mehr aufheben? Also ich habe nur noch ein Streichholz und 6 Schuss in der Waffe. Sieht gar nicht gut aus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Boah! Alter Schwede. Du Stück Scheiße. Okay, da kriege ich wieder Clipper. Aber wenn ich seine Munition wenigstens nehmen könnte, wäre es ja nicht schlecht. Aber ich kann die Munition natürlich nicht nehmen. Aber warte mal, vielleicht könnten wir... Moment. Da müsste ich mal schnell nachgucken, Moment. Also, die Sniper, die könnten wir hier... Hä? Nee. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die jetzt auf 4 setzen. Moment. Geht das? Ja, so geht es. Okay, ich will mal gucken, ob ich für die Qualenarmbrust benötige Teile 2.
Und Sprengbolzen hätte ich auch noch, glaube ich. Moment. Mit R kann ich das ändern, gell? Okay. Das ist schon mal besser als nix. Scheiße, da ist eine Falle. Ihr wisst, was mit Fallen passiert? Wir können so unter anderem... Sie schießen von oben. Wow. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Boah, jetzt habe ich gerade Schiss bekommen, ey. So, dann haben wir noch hier einen Bolzen, den wir mitnehmen können. Schauen wir mal nach unten. Nochmal Glück gehabt. Ich frage mich, wie der da gerade vorbeigekommen ist. Oh, Streichhölzer, cool. Das ist schon mal was sehr Schönes, Praktisches. Was passiert denn da eigentlich? Verstehe, dafür haben wir ja die Sniper, oder? Shit. Zack, brenn, mein Freund, brenne. Jammer nicht so rum. Alter, warum geht das Ding nicht hoch?